Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute gibt es gefüllte Schweinefilets, geräuchert vom Gasgrill. Und dazu teste ich für euch die Smokerbox vom Grillmatz. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich darf heute mal wieder was für euch testen, und zwar die Smokebox oder Räucherbox vom Grillmatz. Der Flo verkauft diese Box zusammen mit anderem Grillzubehör in seinem Online-Shop auf Amazon. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auf der Rückseite der Verpackung steht auch gleich drauf, was das Ding kann. Diese Smokerbox ist empfohlen für den Einsatz auf dem Gasgrill, wie andere Smokerboxen auch, und zur Verwendung von Woodchips, Woodchunks oder Räuchermehl. Und wir packen die Box jetzt erstmal aus. Die Grillmatz Smokerbox ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Auffällig im Vergleich zu anderen Smokerboxen, gerade auch von Markenherstellern, sind die Größe und das Gewicht dieser Box, was schon auf den ersten Blick einen wirklich sehr guten Eindruck macht. So viel zum äußerlichen ersten Eindruck, und jetzt wollen wir mal damit räuchern. Ich habe hier die Mittelstücke von zwei Schweinefilets, die ich jetzt füllen möchte. Als weitere Zutaten verwende ich Bacon, etwas Pesto Rosso, Frischkäse, den Bacon Goodness Rub von Barbecue aus Rheinhessen. Ihr könnt natürlich jeden anderen Barbecue Rub verwenden. Dann etwas Cheddar und Chilis, in dem Fall rote Jalapenos. Als erstes schneiden wir die Schweinefiletstücken einmal der Länge nach ein, dass wir sie dann so aufklappen können. Und dann schneiden wir beide Seiten jeweils beginnend von der Mitte nochmal ein, sodass wir sie dann ein weiteres Mal aufklappen können. Dabei jedoch aufpassen, dass ihr das Filet nicht durchschneidet. Das Ganze wird dann mit dem anderen Filetstück genauso wiederholt. Die Innenseiten der Filets werden nun mit dem Bacon Goodness Rub oder halt dem von euch verwendeten Barbecue Rub kräftig gewürzt. Und nun geben wir eine Schicht von dem Frischkäse auf das erste Filet. Dabei mit dem Frischkäse bitte nicht sparsam sein. Und auf den Frischkäse kommt dann eine ebenfalls nicht zu dünne Schicht von dem Pesto Rosso. Noch ein kleiner Tipp am Rande: Ihr füllt das Filet am besten nicht so, wie ich es hier mache, auf der gesamten Fläche, sondern lasst zweckmäßigerweise am oberen Ende ein paar Zentimeter frei. Wenn ihr das nämlich nicht tut, wird euch nachher beim Zusammenrollen, so wie es jetzt hier bei mir passiert, ein Teil der Füllung aus dem Filet herausquellen, was ihr ja bestimmt vermeiden wollt. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt kümmern wir uns noch um das zweite Filet. Auch das wird erstmal auf der Innenseite mit dem Rub gewürzt. Den Cheddar schneiden wir in feine Streifen und legen ihn dann, so wie hier zu sehen, der Länge nach auf das Fleisch. Wie ihr sehen könnt, habe ich diesmal oben ein paar Zentimeter Abstand zum Rand gelassen. Und dann geben wir obendrauf, je nach gewünschtem Schärfegrad, noch ein paar von den Chilis. Nun können wir auch dieses Filetstück zusammenrollen. Jetzt legen wir ein paar Baconstreifen leicht überlappend nebeneinander.
Die dabei entstehende Fläche sollte etwas länger sein als das Filetstück, das wir nun darin einwickeln. Um das Einwickeln zu erleichtern, könnte man natürlich auf die Unterlage auch erst etwas Frischhaltefolie legen und darauf dann den Bacon. Habe ich jetzt nicht gemacht, ging auch so. Das Ganze wiederholen wir natürlich auch mit dem anderen Stück. Zum Räuchern verwende ich heute Räucherchips, nichts Besonderes, ganz normale Erlenholzchips. Wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich am liebsten Räuchermehl benutze. Da das aber heute ein Test ist und der Flo Räucherchips empfiehlt, machen wir das einfach mal so. Vorher wässern, wie ebenfalls empfohlen, werde ich die Chips allerdings nicht, da ich ja Rauch generieren möchte und keinen Wasserdampf. Die Smokerbox soll auf einer Brennerabdeckung platziert werden, dazu nehme ich jetzt hier mal den linken Rost raus und lege die Box dann auf die Brennerabdeckung. Der Rost kann danach wieder drauf, muss er aber natürlich nicht, da das Fleisch ja ohnehin nicht direkt auf die Box gelegt wird. Nun habe ich den Brenner erstmal auf volle Last gedreht, damit sich die Box mit dem Holz erhitzt und Rauch entwickelt. Anschließend habe ich dann den Brenner sofort auf kleinste Stufe runtergestellt und den Grill mit Hilfe der anderen Brenner auf 180 Grad eingeregelt. Unsere Schweinefilets werden jetzt in den indirekten Bereich gelegt, mit Temperaturfüllern versehen und bleiben dann so lange auf dem Grill, bis sie eine Kerntemperatur von 62 Grad erreicht haben. Die Rauchentwicklung links ist, wie man sehen kann, recht ordentlich, genau so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Nach ca. einer Dreiviertelstunde ist die Kerntemperatur von 62 Grad erreicht. Die Schweinefilets können nun vom Grill genommen und angeschnitten werden. Der Rauch in der Smokerbox hat dafür ungefähr 40 Minuten angehalten. Wer schon über Erfahrungen im Räucher mit dem Gasgrill verfügt, der weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und dass einige andere Smokerboxen hier schon deutlich früher aufgegeben hätten. Das Ergebnis hier passt auch, wie man sehen kann. Schweinefilets waren sehr lecker und hatten beide einen intensiven, aber nicht zu dominanten Rauchgeschmack. Mein Fazit: Ich bin mit der Smokerbox vom Grillmatz wirklich hochzufrieden und ich kann sie euch wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr mit eurem Gasgrill räuchern wollt. Ihr erhaltet hervorragende Qualität zu einem fairen Preis und könnt mit dieser Box wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen. Hier nochmal ein Blick auf die abgebrannten Chips und die Smokerbox nach der Benutzung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken, schaut auch mal beim Flo vorbei, der Grillmatz hat auch einen YouTube-Kanal. Und ansonsten freue ich mich wie immer über einen freundlichen Kommentar, einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.